Meister. Was gibt's? Vergeben Sie mir aber. Wie viele da auch sind, ne? Er hat die Sicherheitsbarriere mühelos überwunden. Es ist mehr aber stopp. Davon haben wir gar nichts mehr, ne? Wow. Nein. Sehen Sie, wie Sie gegen meine Attentäter abschneiden. Ich leite ihn schon aus. Aua. Boah, wie gut die sind. Oh. Und jetzt kämpft ihr den Kampf, den niemand außer uns kämpfen könnte. Gegen das Ticken der Uhr. Dün, dün, dün. Funktioniert echt nicht so, wie ich gerade will. So, wir könnten ein bisschen warten. Meister. Denn hinten kommt jetzt sofort einer. Kann ich hier irgendwie raus? Gerade nicht. Die Befehle bleiben die gleichen. Die Befehle bleiben die gleichen. Aber das ist wohl egal. Ich weiß, wohin er geht. Er wird zu mir. Er muss es tun. Er muss es tun. Sieh mich nicht da hinten. Oh, er sieht mich nicht, okay. So. Nun ist er tot. Auf Wiedersehen, Lord Regent. Kaiserlicher Spion. Hiram Burrows. Sie kleiner, sorgenvoller Mann. Sie werden nie erfahren, wie oft ich daran dachte, wieder in ihre Nähe zu kommen. Um meine Klinge in ihrem Auge zu versenken. Aber jemand anders war schneller. Ja, ich bin anscheinend eine sehr gefährliche Person. Nein. Auf Nimmerwiedersehen, Sir. So kaiserlicher Schutzherr. Zack. So viele Aufträge. Noch ein Buch. Noch ein Buch. Noch ein Buch. Warte, dort ist Tagbuch. Warte, der kaiserliche Schutzherr stammt von Zerkonos. Genau wie ich. Ich hätte es bereits wissen können, aber es war nicht von Bedeutung gewesen, bis ich in sein Gesicht erkannte. Er brachte alte Erinnerungen zurück an zu Hause und an einen hoffnungslosen jungen Mann, der eigentlich eins war. Niemanden wie letztes Mal. Niemanden wie Sie. Ich gebe all das Geld zurück, wenn ich könnte. Niemand sollte eine Kaiserin töten. Oh. Der wollte sie gar nicht töten. Es war halt sein Auftrag. Aber das machte die Tat ja natürlich nicht besser. Wir werden mal schauen, ob auch dieses bloße... Meucheln auch einfach nur ausreicht. Du siehst mich nicht. Du siehst vielleicht mein Schwert, ne? Aber mich nicht. Komm einfach wieder zurück. Du siehst mein Schwert, mich aber nicht. Vielleicht meine die ganzen Ellbogen, mich aber nicht. Nein. Wir können im Kampf mit Corvo. Ja, genau, Alter. Warte. Gegen die Zeit. Und jetzt kämpfen wir. Den Kampf niemand außer uns. Was ich eigentlich machen möchte, ist allein schon, keine Ahnung, eine Bombe reinwerfen, ja? Ich würde liebend gerne einfach nur den... Der Tod. Auf Wiedersehen, Lord Regent. Kaiserlicher Spion. Hiram Burrows. Sie kleiner, sorgenvoller Mann. Sie werden nie erfahren, wie oft ich daran dachte, wieder in ihre Nähe zu kommen. Sollte ihn einfach töten? Um meine Klinge in ihrem Auge zu versetzen. Warte, er muss stehen bleiben. Aber jemand anders war schneller.
Ich erkenne ihre Schritte. Sehen Sie, wie sie gegen Ach shit, Alter. Groß. Och, nee, Alter. Wo bin ich? Jetzt kämpfen wir. Den Kampf, den niemand außer uns kämpfen könnte. Gegen das Ticken der Uhr. Darauf habe ich gewartet. Mal sehen, du stirbst aber. Outsider rettet. Sie oder mich. Warum kämpfen Sie? Für die Männer, die Sie vergiftet und zurückgelassen haben. Für Ihre tote Kaiserin. Na los, greifen Sie richtig an. Ich habe sie getötet. Mann, wir sind vom gleichen Schlag, Sie und ich. Wir töten für andere. What? Wieso? Nein! Da waren zwei! Nein, shit. Och, Mann. Na komm. Ach, Mann. Der hat mich auch direkt entdeckt, ne? Das Geld. Geld, Münzen. Aber schlecht war es eigentlich nicht. Oh, oh. Sie werden nie erfahren, wie oft ich daran dachte, wieder in ihre Nähe zu kommen. Um meine Klinge in ihrem Auge zu versenken. Ich könnte natürlich die Zeit verlangsamen, ihn erschießen und dann zurück teleportieren. Zeit verlangsamen. Ihn töten. Und mich dann zurück teleportieren. Nein, ich komme nicht raus. Der hat es noch nicht mal bemerkt, Alter. Doch, jetzt hat er es bemerkt. Ich erkenne ihre Schritte, Corvo. Kommen wir zu mir? Ich weiß gar nicht. Sie wollen sich verstecken vor einem Menschenjäger? Haben Sie so die Kaiserin beschützt? Boah. Der will es gerade echt herausfordern, ne? Ich muss an ihm schauen, ob da noch jemand ist. Nee, da ist keiner mehr. Das heißt, ich könnte mich dahin teleportieren. Mich gleich eigentlich hinter ihn teleportieren und ihn dann erwürgen. Hinter und erwürgen. Und das zählt nicht als ermordet. Sollen wir? Sollen wir nicht? Nee. Machen wir nicht. Wir töten ihn nicht. Warte, ich will da oben aber noch die Kiste haben. Wir machen es mal nicht. Dafür habe ich immer noch einen Hauch Hoffnung auf das gute Ende. Dort, ich bin zufrieden. Corvo wäre mir von großem Nutzen gewesen. Aber ihre Improvisation war ausgezeichnet. Ihn für das Verbrechen verantwortlich zu machen, hat die Dinge sehr vereinfacht. Ich hoffe, Sie sind mit der Bezahlung zufrieden. Ich werde bereits in Kürze wegen weiterer Aufträge auf Sie zukommen. HB. Es könnte Hayflock sein. Juwelencasting des Criminals oder so. Zack. Die habe ich beide nicht erwartet. Das finde ich ein bisschen scheiße, echt. Das finde ich echt ein bisschen scheiße. Ach komm, wir gehen einfach. Was soll das?
Wir gehen einfach. Wir gehen einfach. Ja, ja, wir gehen einfach. Warte, wo ist der Tunneleingang? Da unten. Ah, nach unten sollen wir. Okay. Okay. Oh. What? Was ich für ein Lacker bin. Ja. Ja. Mal schauen, ob wir hier noch hochkommen. Hier ist zumindest erstmal ein bisschen Geld und so weiter, ne? Da können wir jetzt noch einmal hoch. Und da können wir jetzt rein. Ja, einfach eine Kette durch ein ganzes Haus. Leute, wieso ist das jetzt zerbrochen? Ah, wir gehen einfach mal. Ah, hier sind wir rausgekommen. Da sind wir reingekommen. Alles klar. Oh, ich sehe hier gerade nichts, ne? Nö. Nichts Interessantes. Da unten ist nochmal eine Rune, die ist interessant. Aua. Und Glühpaste. Warning, Outflow Area. Schnell da weg. In den Tunnel zum Tor gehen, ja. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert, weil mich kann ja jetzt Samuel nicht mehr abholen. Ziel verschont. Dort. Dort. Scheiße. Hätte ich auch irgendwie bemerken müssen, denn, also bemerken müssen, dass die Leute böse sind, mit denen ich zusammenarbeite. Weil die wollten ja immer, dass ich Leute töte und so weiter. Aber das Spiel an sich sagt eigentlich ja, ja, mach das lieber nicht. Denn ansonsten kommen viel mehr Weiner und Mäuse und Ratten und so weiter. Und das bringt nur Nachteile und du kriegst das schlechte Ende und so weiter. Mach das lieber nicht. Ja. Spätestens da hätte es mir eigentlich auch auffallen können. Und müssen. So dass sie sagen, ja, entweder du tötest ihn oder du brauchst gar nicht mal wiederzukommen. Das sagte ich doch. Treiben Sie die Leute zusammen, weil es ein Heilmittel gibt. Ja. Die sollten doch die Leute beschützen. Das haben sie. Sie beschützen die Gesunden vor Leuten wie uns. Den Kranken. Mir geht es nicht so schlecht. Manche Leute überleben es, richtig? Oder nicht? Einer von 1000. Wahrscheinlich 10.000. Das Risiko gehe ich ein. Wenn ich hier rauskomme und es mir besser geht, werde ich mein Leben ändern. Ein Neubeginn. Ganz von vorn. Mach's gut, mein Junge. Ja. Alles klar. Seltsam. Sie sehen nicht krank aus. Sie sind kein Opfer und keine Wache. Vielleicht ein Geist aus dem großen Nichts? Alle paar Minuten kommt ein neuer Wagen. Wie viele wohl gestorben sind? Man sagt, ein Drittel der Stadt. Ich wollte es nicht glauben, doch dann sah ich selbst den Leichenberg. Sie haben uns einfach draufgeworfen. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Ich weiß, warum Sie es tun. Aber ich wollte zu Hause sterben. Du hast ja aber noch ganz gesund dran. Ich bringe dich auch mal gar nicht um. Könnt da hin. Was ist denn eine Rune oder so? Für es sich lohnen, ein Knochenartefakt. Und da oben eine Rune. Da oben eine Rune. Warte. Wie komme ich denn da hoch? Shit. Ich brauche die Rune.
Ich brauche die Rune. Da hoch. Hier hoch. Da ist zugemauert. Hier hoch. Okay. Essen. Da hoch. Hau ab! Zurück, was bist du? Bist du eine neue Wache? Ich bin nichts. So wie ein Tallboy? Kann nicht sein. Vielleicht ein Arzt? Kleiner Spaß. Vielleicht ein Attentäter. Seuchenopfer, okay. Liebste Alpha, es macht uns nichts aus, dass du krank bist. Bitte komm nach Hause, wir kümmern uns um dich. Ich habe keine Angst, deine Schwester hat mir verraten, dass du dich im überschwemmten Bezirk verstecken willst, um dort für dich allein zu sterben. Bitte tu uns das nicht an, bitte. Ich liebe dich. Durchreise, wie? Wolltest du auf dem Seuchenwagen mitfahren? Das probieren immer wieder ein paar. Und dann fallen sie runter und brechen sich den Hals. Doch das wird dich nicht davon abhalten. Fast geschafft. Es ist ziemlich einfach, von hier auf die Dächer zu kommen. Wirst du sehen. Okay. Dankeschön. J. Die Dächer führen an einem Platz oberhalb der Route des Seuchenwagens. No one will keep us from death. Was willst du von mir? Mich ausrauben? Dich mit mir im Heu wälzen? Ach, halt der Maul. Ich bin weg. So. Hallo. So. Wo ist jetzt die Rune da? Rune. So. J. Und jetzt kann ich auch teleportieren verbessern. Endlich. Jetzt kann ich mich weiter und schneller teleportieren. Angeblich. Da hinten ist Rodshort. Die sagen, ich könnte mich hier drauf teleportieren. Die meinten, es kommen immer neuen Wagen. Das ist natürlich gut, wenn ich mich da drauf teleportiere. Natürlich auch nur, wenn es klappt, ne? Komm, bitte. Neue Wagen wäre super. Und dann könnte ich mich drauf teleportieren und dann einfach wegfahren. Ja. Ich glaube, auf die Stangen so selber sollte ich mich nicht teleportieren. Das sieht nicht so gut aus. Aber es sieht auch gerade nicht so gut aus für... als andere. So. Kommt nix. Kommt da nix. Ach komm schon, jetzt. Ach. Meine Güte. Da ist er doch. Ich dachte, hier kommen mehrere. Ich dachte, es wäre eine Einbahnstraße eigentlich. Tschüss. Oha. Ich dachte gerade schon. Oha. Hui. Auf zum Rodshort. Wie, ich werde jetzt gebrutzelt oder so. Rodshort. Dinger. Jetzt werde ich gebrutzelt. Oh. Das war knapp. Oh, wie knapp das hier war. Nee. Wie viele hier auch sind, ne? Ich kann die Dinger echt nicht ab, ne? Das sind die schlimmsten. Aber ich kann mich jetzt echt weiter teleportieren. Das war echt sinnvoll, das zu machen. Das zu investieren. Knochenartefakt ist mir scheißegal, hätte ich gesagt. Ich hatte ja noch eins hier bekommen. Wirbelwind. Du schwingst dein Schwert etwas schneller. Ja, kann ich machen. Sanfte Berührung brauche ich auch nicht. Wirbelwind, komm. Nee, weiter. Weiter. So, da so hin. Ich komme da nicht durch. Nein. Ich muss weg.
Weg, 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 weg. Hey, was mach ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Mit sowas habe ich nicht gerechnet. Hey. Das kapiere ich jetzt nicht. Ist hier vielleicht gratis Knochenartefakt? Nee, das ist 180 Meter entfernt. Bediensteten Ausgang und Roger. Ah. Höhe. Gehen wir mal da hoch. Können wir auch da hoch? Nee. Da. Nö. Hier können wir. Ah, verschlossen. Zack. Können wir da auch? Nee, die Map ist da zu Ende. Hey. Das kapiere ich jetzt gerade nicht. Shit. Ein Bedienstenausgang Rutschow-Tor. Ich könnte mir das natürlich. Ah. Natürlich. Jetzt kann ich da natürlich auch durch. Wow. Warte, das habe ich gesehen. Aha. Zack. Lass mich natürlich. Wanted. Oh, wir sind ein bisschen gesucht. Wir sind ein gefragter Mann. Zum Rand des Hafenbezirks. Du bist aus dem überschwemmten Bezirk entkommen und nun auf dem Weg zurück zum Hound Pits Pub. Alte Kanalisation von Dunwall. Da sind wir ja auch, glaube ich, hergekommen. Ganz am Anfang. Ja, ist hier gerade irgendwo eine Rune, 122. Knochenartefakt. Ja. Okay. Ah, nur eine Rune. Wie komme ich denn jetzt rein? Gar nicht. Wahrscheinlich sind die jetzt überall Weiner wieder, ne? Überall. Hier könnte die Lumpengräfin sein. Wer weiß. Knochenartefakt. Was ist das denn? Zähe Haut. Deine maximale Gesundheit wird leicht erhöht. Nö, brauche ich nicht. Leicht ist immer. Keine Ahnung, brauche ich nicht. So. Ja, ne? Sieht hier sehr nach den Lumpengräfen aus. Ich würde eben sagen, ich mache hier eine ganz kurze Pause. Ich muss eben mal eben krass auf Klo. Bis gleich.